an gut besuchten Kürbistagen kommt hier in Seegräben auf dem Parkplatz ein Verkehrsdienst zum Einsatz. Dabei kommt es immer wieder zu Situationen, wo sich Besucher ungerecht behandelt fühlen, weil sie direkt weitergewiesen worden sind und die Person aber hinter ihnen in den Parkplatz reingelassen worden ist. Wie es zu solchen Situationen kommt und wie die Verkehrskadetten arbeiten bei so einer Parkplatzeinweisung, das erklärt uns Miriam Gisel, Leiterin der Verkehrskadetten Zürich-Oberland. Die Situation hier in Seegräben, die schwierige Verkehrssituation, kommt von dem, dass wir einfach unglaublich viele Leute an einem schönen Wochenende hier oben haben und unglaublich wenig Parkmöglichkeiten. Unsere Verkehrskadetten sind immer Samstag, Sonntag hier vor Ort und sind dafür verantwortlich, einerseits für den Parkplatz, andererseits für den Verkehrsfluss und drittens, eigentlich für das Wichtigste für die Gemeinde Seegräben, dass die Strasse, die Einfahrt hier rein, dass die durchgehend offen bleibt. Heisst, dass man dort nicht zuparkiert. Von dem her ist es so, wir versuchen, den Parkplatz immer voll zu halten. Wir versuchen, die 60-70 Parkplätze immer gefüllt zu lassen und müssen aber die restlichen Autos auf der Straße weiterweisen, weil, wie es auch die Beschilderung sagt, mit Halte- und Parkverbot die Straße nicht zuparkiert werden darf. Dadurch kann es vorkommen, dass ein Auto weitergeschickt werden muss, weil der Parkplatz voll ist und das nächste wieder einen freien Parkplatz überkommt. Dass diese Situation als ungerecht erscheint, ist uns bewusst, das können wir uns vorstellen, das verstehen wir. Die Wut oder der Ärger der Autofahrer, die von weit her kommen. Aber wir können das Konzept grundsätzlich nicht ändern. Das Hauptproblem an dieser Situation ist, dass die Rutschbergstrasse hier in Seegräben, die Durchfahrtsstrasse, eine Umfahrungsstrasse ist. Für das Ahrtal, die Verbindung von Uster nach Wetzikon, gilt als Unfallroute hier oben durch. Heisst, wenn im Ahrtal ein Unfall wäre, müssen wir den ganzen Verkehr hier oben durchleiten. Darum ist es sehr wichtig, dass die Strasse immer frei bleibt. Wie die meisten Autofahrer das Gefühl haben, eben, tun wir das ungerecht entscheiden oder willkürlich, das ist natürlich nicht so. Wir haben zwei Verkehrskadetten auf Platz. Der eine ist dafür verantwortlich, um den Leuten Informationen zu geben, wo sie weiterfahren können, wieso der Parkplatz zu ist oder wo es andere Parkmöglichkeiten gibt. Der andere hat das Auge eigentlich auf die Ausfahrt. Sobald das Auto rausfährt, tut er den Deckel weg und gibt dem anderen Zufahrt frei für ein weiteres Auto. Durch das haben wir zwei Parteien, die schauen, dass der Verkehrsfluss läuft und der Parkplatz immer gefüllt ist. Natürlich kann es dann so sein, dass ein Auto weitergeschickt wird, weil der Parkplatz in dem Moment voll ist und in der nächsten Minute einer rausfährt und dann versuchen wir, den Parkplatz wieder zu füllen. So kann es sein, dass eben der Autofahrer das Gefühl hat, ich bin jetzt ungerechtfertigt weitergeschickt worden und der nächste hat einen bekommen. Es ist aber leider jeder im grossen Parkhaus so, der voll ist, in einem Einkaufszentrum. Es kann sein, dass man mal ein Zeitchen wartet und der nächste gerade eine freie Lücke findet. Unsere Verkehrskadetten werden in der Grundausbildung ausgebildet, um immer freundlich und sachlich mit Autofahrern umzugehen. Das tun sie auch sehr, sehr gut umsetzen. Zudem sind alles Jugendliche, also man hat einen gleichen gewissen Respekt vor den Erwachsenen, von dem her sollte das eigentlich nicht vorkommen. Es ist aber so, wir sind angewiesen, eben um die Strasse frei zu halten und die Gemeinde wünscht, dass wir so wenig wie möglich diskutieren, weil wir durch das den Verkehrsfluss wieder stoppen. Also gibt es teilweise, dass unsere Verkehrskadetten bei einem grossen Ansturm einfach sagen, fahren Sie weiter, der Parkplatz ist voll. Das kann für einen Autofahrer als unfreundlich wirken, gerade wenn er vielleicht nicht von hier kommt und nicht weiss, wo er hin muss. Das Zweite ist, man kann sich vorstellen, es hat Tausende von Autofahrern, die hier durchfahren. Die meisten sind nicht besonders freundlich unseren Kadetten gegenüber, weil sie vielleicht von weit her kommen, nicht wissen, wo hin, überfordert sind, schreiende Kinder, was weiss ich. Und durch das auch mal ein bisschen ruppig sind. Und dann kann es sein, dass der Verkehrskadett, dass dann vielleicht nach dem 1000. Auto auch einmal den Nucki raushaut. Verkehrskadetten sind ein Jugendverein. Im Zürich Oberland können Sie mit 12 können Sie sich bei uns anmelden. Starten Sie eine Grundausbildung, das sind 10 Tage Ausbildung. Es gibt eine kleine Abschlussprüfung und nachher können Sie an diesen Einsätzen hier teilnehmen. Durch das sind sie relativ jung, die meisten fangen da sehr jung an. Es hat aber auch immer einer dabei, einen Einsatzleiter, der erfahrener ist, der die weitere Bildungen gemacht hat und so auf die Jüngeren schauen kann. Also ich habe selber auch angefangen mit 12 als junger Verkehrskadett. Ich weiss, wie das ist, um tagelang eben an so einem Einsatz zu stehen. Und
Ich selber finde es beeindruckend, wie die das hier machen. Eben, wie gesagt, es sind teilweise sehr junge Jugendliche, die hier stehen, die mit vielen unfreundlichen Autofahrern klarkommen. Und trotzdem stehen sie mehrere Stunden da, sind bis am Schluss eigentlich glücklich und fröhlich und versuchen freundlich zu sein und den Einsatz sauber meistern. Und ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr gute Leistung, die man den Hut ziehen von ihnen. Also grundsätzlich sicher nicht mit dem Auto. Schon auf der Internetseite der Juckenfarm wird darauf hingewiesen, dass man den ÖV brauchen soll. Dank dem neuen Bus, den es gegeben hat, von Uster bis auf Seegräben, ist man auch fantastisch verbunden. Auch von der Stadt Zürich und von der ganzen Schweiz her ist man sehr schnell da. Ich als Zürich-Oberländerin würde natürlich empfehlen, in Pfäffikon oder Wetzikon zu parkieren und dann das Ganze mit einem Spaziergang am Pfäffikonsee zu verbinden.